Hallo und herzlich willkommen hier bei smart24.net mit einem weiteren Video für euch. Heute habe ich für euch hier mal die Elif Aster oder Aster oder Aster. Gucken wir uns gerade mal im Detail an. So, SC Aster, Aster, wie auch immer. Ihr seht jetzt hier mal kurz die Verpackung in der Übersicht. In der Verpackung befindet sich natürlich das Gerät hier in schwarz, kommen wir gleich zu. Unten drunter befindet sich dann hier nochmal ein Deckel und hier haben wir dann nur noch drin liegende Bedienungsanleitung und das Micro-USB-Ladekabel. Ist ja auch gut, dass es mit dabei ist, weil benötigen wir natürlich auch zum Aufladen, aber ihr könnt ja alternativ hier den Akku auch tauschen und dann könnt ihr den Akku auch so aufladen. Wir gucken uns das Gerät gerade mal so an. Oberseite 510er gefederter Pol, dann hier etwas abgeneigt, so seht ihr hier, haben wir hier den Feuertaster. Dann haben wir die zwei Einstellungsknöpfe, hier dieses Display, sehen wir auch gleich, ist so ein bisschen Elif-typisch. Die USB-Ladestelle für das Aufzuladen, hier unten steht nochmal Aster. Hier hinten das SC-Logo natürlich. Wenn wir das Ganze hier aufmachen, magnetischer Akkudeckel, bietet das hier Platz für einen 18650er Akku. Auch hier drauf zu achten, Minus und Plus, wird euch auf jeden Fall angezeigt. Einfach den Akku einlegen, den Akkudeckel wieder schließen. Ja, fünfmaliges Klicken schaltet das Gerät ein oder aus. Dann seht ihr hier dieses standardtypische Display hier, WisMac-typisch. Ja, also hier die ganzen Einstellungsmerkmale, die ihr habt. Plus und Minus, die habt ihr hier rechts und links diesmal. Der Feuertaster, dreimaliges Klicken wechselt den Modus, 1, 2, 3. Dann seht ihr hier den Watt-Modus haben wir hier, ja, den könnt ihr einstellen, 1, 2, 3. Dann gehen wir weiter. Temperatur natürlich, hier können wir verschiedene Modis einstellen. Temperatur für Edelstahl, Titan und Nickel wird natürlich angeboten, das schafft das Gerät auch. Und einen Bypass-Modus hat das Gerät auch und den standardmäßigen Watt-Modus. Alle wichtigen Informationen seht ihr hier auch drauf. Er liegt wirklich gut in der Hand, ist ein sehr kleiner Akkuträger. Wie gesagt, für einen 18650er reicht es auch vollkommen. Und ich denke mal, wirklich für den einen oder anderen echt eine Alternative zu den fertigen, vor allen Dingen, da wir hier einen 18650er Akku einsetzen können. In dem Fall ist es jetzt hier Sony Konion VTC5. Wir haben mittlerweile auch die 6er schon da. Schaut es euch einfach mal an. Informationen dazu unten in der Videobeschreibung. Ja, wie ihr schon sehen konntet, wir haben hier einen sehr kleinen Akkuträger für einen 18650er Akku. Er ist also sehr schmal gehalten und liegt auch gut in der Hand. Ja, also verschwindet auch hier, zumindest in meiner Hand komplett fast. Ist optisch auch sehr durchdacht. Wir haben hier vorne, hat so ein bisschen was wie der WisMac Presser, vielleicht kennt ihr den noch. Feuertaster plus Minus Einstellung, hier das Display. 510er gefedert, wie gesagt, ein 18650er Akkuplatz. Und ist ein schöner kleiner Akkuträger für unterwegs. Ja, passt auch jeder Verdampfer oben drauf, 23 mm ist auch kein Problem. Also wirklich ein sehr schönes Ding. Alle weiteren Informationen wie immer unterhalb dieses Videos. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.